Der Campingplatz Holmerhof Dreiquellenbad befindet sich in Bad Griesbach. Bad Griesbach gehört zum niederbayerischen Bäderdreieck und befindet sich im Landkreis Passau, nur wenige Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Der Campingplatz ist ein Kur- und Wellness-Campingplatz, der seinen Gästen viel bietet. Die Anmeldung erfolgt an der Rezeption. Hier erhaltet ihr zusätzlich viele Informationen aus der Umgebung. Nach dem Check-in könnt ihr den Platz befahren. Die Schranke ist während der Ruhezeiten geschlossen. Auf dem Campingplatz gibt es 194 Stellplätze, die sich in der Lage, Ausstattung und im Preis unterscheiden. Wählen könnt ihr zwischen Standardstellplätzen, die einen eigenen Wasseranschluss, Abwasseranschluss, Stromanschluss und Fernsehanschluss haben. Diese befinden sich im gelben Bereich. Zudem gibt es die Premium-Stellplätze, die über einen frostsicheren Wasser- und Abwasseranschluss, Stromanschluss und Fernsehanschluss verfügen. Diese Stellplätze sind in Terrassen angelegt und bieten daher eine gute Sicht über das Rottal. Die Plätze sind rot eingezeichnet. Die dritte Kategorie sind die Premium-Select-Plätze. Sie verfügen über frostsicheren Wasser- und Abwasseranschluss, Chemietoilettenentsorgungs- und Spülmöglichkeiten, Stromanschluss, Fernsehanschluss sowie einen Gasanschluss. Diese sind blau eingezeichnet. Während unseres Aufenthalts standen wir mit unserem Wohnmobil auf einem Standardstellplatz. Die Parzelle war mit Pflanzen parzelliert und unser Wohnmobil hat gut reingepasst. Auch die Markise konnten wir problemlos ausfahren. Der Boden war allerdings sehr uneben, sodass wir unser Wohnmobil trotz Hubstützen nicht nivellieren konnten. Die Sanitäranlagen sind nach Damen und Herren aufgeteilt und waren sehr gepflegt und sauber. Die Toiletten befinden sich in einem separaten Raum. Der Raum mit den Duschen befindet sich direkt neben dem Toilettenraum. Zum Frischmachen befinden sich hier einige Waschbecken mit Spiegeln. Die Duschen befinden sich in extra Räumen und haben je einen Vorraum mit Waschbecken und Spiegel. Ebenfalls befinden sich in den Sanitäranlagen ein Babywickelraum sowie ein behindertengerechtes WC. Auf dem Campingplatz gibt es noch ein weiteres Sanitärgebäude. Um euer Geschirr zu waschen, gibt es einen extra Raum, in dem euch mehrere Waschbecken zur Verfügung stehen. Eure Wäsche könnt ihr im Wäscheraum mit einem der Waschmaschinen waschen oder im Trockner trocknen. Dieses ist gegen Gebühr möglich. Zudem gibt es auf dem Platz einen Trockenraum, in dem ihr eure Wäsche aufhängen könnt. Hunde sind auf dem Campingplatz willkommen. Es gibt sogar eine Hundedusche. Eure Kassettentoilette könnt ihr am Wohnmobilstellplatz, am Sanitärgebäude oder am Camper Clean entleeren. In der Nähe der Sanitärräume findet ihr auch einen kleinen Aufenthaltsraum mit Sitzmöglichkeiten.
Als Kur- und Wellness-Campingplatz bietet der Holmerhof Dreiquellenbad noch mehr, um richtig zu entspannen. So kann hier auch ein Kururlaub verbracht werden. Es gibt ein Schwimmbad mit Thermalheilwasser, eine Sauna, Fitnessräume, ein Kneipparcours, es werden Massagen sowie Physiotherapie angeboten und es gibt sogar einen eigenen Friseur. Auch fürs leibliche Wohl wird gesorgt. So gibt es am Stellplatz einen Shop, wo ihr alles für den täglichen Gebrauch bekommt. Wenn ihr lieber essen geht, gibt es am Stellplatz auch ein Restaurant mit regionalen Spezialitäten. Zum Campingplatz gehört noch ein Wohnmobilstellplatz. Dieser findet sich in der Nähe der Rezeption. Hier finden 29 Reisemobile einen Platz. Die Anmeldung erfolgt an der Rezeption. In der Stellplatzgebühr enthalten ist auch die Nutzung der Einrichtung auf dem Campingplatz. Die Stellplätze sind nummeriert, großzügig angelegt und befestigt. Auf dem Stellplatz stehen auch ausreichend Stromsäulen zur Verfügung. Diese werden mit Münzgeld freigeschaltet. Die Fähr- und Entsorgungsstation befindet sich vor dem Wohnmobilhafen und kann auch von den Campingplatzgästen genutzt werden. Grauwasser wird hier bequem über einen Bodeneinlass abgelassen. Die Kassettentoilette wird an der Säule entleert. Die Entsorgung ist kostenlos. Lediglich für Frischwasser fällt eine Gebühr an. Denkt an einen eigenen Wasserschlauch. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr schon im Bad Griesbach wart. Und vergesst nicht, ein Abo auf unserem Kanal zu hinterlassen.